Ich bin euer schlimmster Albtraum. Und da sind wir wieder hier vor dem Palais-Festival zur Verleihung der Gurke des Jahres, der Cuke of the Year für den schlechtesten Film des Jahres. Es sind die 69. Cannes Filmfestspiele und es ist das fünfte Mal bereits, dass wir hier den wohl heißesten Filmpreis des Jahres verleihen. Auch dieses Mal wieder handgefertigt vom Rostocker Künstler Martin Jost. Ja, ihr habt in den letzten Wochen auf www.cuke.it gevotet und gecuked und damit habt ihr die Entscheidung herausgefordert. Wer wird diesen Preis, diese Statuette per Post zugeschickt bekommen? Dieses Jahr haben wir einen ganz besonderen Künstler in den Mittelpunkt gestellt. Er feiert dieses Jahr seinen 70. Geburtstag, Schauspieler und Regisseur Sylvester Stallone. Und deshalb kommt es hier und heute am 15. Mai 2016 zum Kampf des Jahrhunderts. Rambo vs. Rocky. Und da ist er auch schon, er ist nicht nur Rocky, sondern auch der Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours, Mission Eva, Andreas Auinger. Andreas, was hast du noch zu sagen? Es ist besser, wenn 1000 voten, als wenn keiner seine Stimme erhebt. 10 Finalisten stehen fest, also geht dieser Kampf auf 10 Runden. Bist du bereit? Darf ich bitten? Da haben wir sie, die 10 Finalisten. Und jetzt bin ich schon sehr gespannt, wer hat den K.O.-Sieg davongetragen. Und dazu schalten wir jetzt zu unserem Gerd. Gerd, was macht blaues Licht? Blaues Licht leuchtet blau. Aber viel interessanter ist die Frage, wer bekommt heuer die Gurke des Jahres? Und ich weiß die Antwort. Die Gurke des Jahres 2016 ist The Boy Next Door. Auch im heurigen Jubiläumsjahr ein verdienter Sieger. Da bleibt nur noch eines zu sagen. Mr. Church, bitte. Gratulation zum Glückwunsch.